Na, im Prinzip hat ja jeder von uns einen Schuss, sind wir ehrlich, weil du brauchst mittlerweile schon einen gescheiten Schuss, weil sonst hältst du es ja auf dieser Welt schon gar nichts mehr aus. Haben wir es auch drüber gehabt. Waren wir auch wieder so zusammengesessen im Latte und mehr, beim Angelo, obwohl an dem Abend hat der Angelo gar nicht bedient, nee, die Renate hat bedient. Die Fäulnis Renate, 77. Ja, die bessert sich da ihr Rente wegen auf, gell? Aber das ist halt die Bedienung vom alten Schlag. Die kommt nicht an den Tisch Cappuccino, Espresso, Latte, Macchiato. Die weiß, zwei Bier, Frank und ich, ein Johannes Bessert, Scholle von Holger. Das kann die sich merken. Das ist halt die Bedienung vom alten Schlag. Wie sagen wir immer, Renate, du bist eine Granate. Eine langsame Granate, eine langsame Granate. Nee, das dauert schon ein wenig, bis sie mit dem Gehwechele durch den Tisch durchkommt. Das dauert schon ein wenig. Aber das ist halt die Bedienung vom alten Schlag. Das Einzige, was so ein bisschen stört, ist, wenn sie Bestellung aufschreibt, legt sie mir Gebiss auf den Tisch. Ah. Auswärtige fangen das Göcken an. Aber wenn du es gewöhnt bist, warum nicht? Warum nicht? Nein, anscheinend, sobald die das Schreiben anfängt, drückt es und dann muss es halt raus, gell? Nein, auch wenn die bei der Bank Überweisung macht, immer vorher Gebiss raus und dann vergisst sie es immer, gell? Was die Derre von der Bank schon das Gebiss hingetragen haben, Wahnsinn. Wenn die keine Zeit haben, gäbe es immer die Leute mit, gell? Ja. Ich hatte es auch schon dreimal in die Hosentasche drin gekommen, okay? Auch wenn die in der Wirtschaft bei uns am Tisch waren, wir sind immer am Schmeißen, immer am Schmeißen. Aber da bist du dann gleich gut drauf. Und da waren wir an dem Abend schon super gut drauf, dann kam noch der Angelo, ihm hätte sie vom Herrenklo das Schild geklaut. So, wir brauchen ein Herrenklo-Schild daheim. Gleich der Frank, wieso, das war doch ein super Schild. Wie war noch drauf gestanden? Latte und mehr, hier schifft der Herr. Da hab ich gewusst, wer das Schild geklaut hat.